Tag, Freunde. Willkommen zu einem weiteren Video der ONC, der Orville Nerf Community. Ich bin O'König und das ist von X-Shot aus der Insanity-Reihe die Berserko. Das Mittelfeld quasi bei den Insanity-Blastern. Wir packen ihn heute aus und testen den für euch. Ich freue mich drauf. Und zack, sind wir auf der Werkbank angelangt und holen die Berserko gleich mal aus dem großen, nach vorne offenen Karton raus. Schauen wir uns mal an, in was das hier kommt, das gute Stück. Hier vorne hat einer so richtig Spaß. Der ist auch schön in Glänzen gedruckt, der junge Mann. Blaster an sich ist drin mit integriertem Scope, ist offenbar nicht abnehmbar. Na gut, wir haben zwei von diesen großen PDK-Dingern, Darthaltern dabei. Wir haben einen, so einen rechteckigen, sehr cool, interessant. Und wir haben eine ziemlich große Menge Darts, 48 Stück, 48 Darts. Für einen Blaster, der gerade mal 8 Darts Kapazität hat. Das könnten andere Hersteller auch machen, finde ich. Also da ist echt Suru sehr, sehr, sehr generös. Finde ich gut, finde ich gut. Schauen wir uns mal die Abenteuer der Rückseite an. Tja, muss man sich vor nichts fürchten und in Acht nehmen. Auch hier wieder, der Blaster an sich ist glänzend gedruckt, der Rest normal. Sieht man auf der Kamera nicht so schön, ich weiß. Auch hier haben wir wieder die Anleitung, wie es gemacht wird. Aha, erst spannen nach hinten, dann die Darts rein, dann die Darthalter, noch mehr Darthalter und dann nach vorne. Also ich glaube, die Darthalter muss man nicht, aber egal. Und dann abfeuern. Easy. Oh, und er hat Slamfire. Sieht man das? Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Ja, auch hier, wir gucken uns das mal an, haben wir hier unten wieder, jetzt passt es rein, großer Karton. Auch hier unten haben wir wieder mal alle Insanity Blaster zusammengebaut mit der Ragefire, der Berserko, der Manic und dem großen Matt Mega Barrel, da warte ich noch drauf. Und ja, ich bin mal gespannt, wann ich das hier alles so zusammenbauen kann. Gut, was wird noch mitgeliefert? Ein so ein Adapter, wie bei der kleinen Manic auch und bei der Matt Mega Barrel. Die Ragefire kommt mit so einem Vielfachadapter. Also großer Unterschied. Und damit kann man die Blaster miteinander verbinden. Tja, holen wir das gute Stück aus der Verpackung raus. Also irgendwie geht es nur mir so, oder ist das Ding im Prinzip eine Version der Alpha Hawk? Oder der, ja, nee, der Eagle Point. Das ist im Prinzip ein Eagle Point. 8 Schuss, Revolvertrommel. Hier mit so einem Spannding sie. Ich bin gespannt, wie die sich so miteinander vergleichen lassen. Packen wir sie aus. Hier verbergen sich diese Zusatzteile, die beiden Spannhebel und der Blasterverbinder. Die große Packung Darts. Und hier sind diese Plastik-Nupsis, die ich jetzt alle mal der Reihe nach abschraube. Wir sehen uns gleich wieder. Und schon ist der Blaster von den Schrauben befreit. Das wird also alles mitgeliefert, wie wir es gerade gesehen haben. Blaster, die Darts, die beiden Darthalter, die beiden Nupsis und der Dartverbinder. Montage ist einfach. Hier sind Schraubverbindungen dran. Das heißt, die werden einfach reingedreht, festgedreht. Das ist genau wie bei der Eagle Point. Auf der anderen Seite das gleiche Programm. Damit wäre die Montage des Blasters eigentlich fertig. Auch hier haben wir wieder diese Darthalter, die mitgeliefert sind. Die kann man beispielsweise da dran stecken. Und dann auch hier. Sehr schön. Ja, dann liegt jetzt so halb schräg. Die mitgelieferten Darts sind die neuen Suru-Darts, diese waffelkopfmäßigen Darts. Die sind echt okay, nicht super mega gut, aber sind deutlich besser als die alten von Suru. Also ich mag die. Die sind echt brauchbar. Dart-Verbinderschiene. Tja, wir packen sie mal erstmal hier unten dran. Wer weiß, wann die braucht. Übersicht über den Blaster. Kommt in diesem Suru Insanity Line typischen hellblau oder mittlerem Blau, also etwas heller als klassisches Elite. Ich habe hier so einen unschönen Kratzer. Nee, das ist eine Veränderung, Farbveränderung im Plastik. Naja, geht so. So, das hier ist ein Sticker, leider nicht gedruckt. Finde ich schade, weil bei der Skins-Reihe geht das. Dafür ist der Sticker wenigstens auf beiden Seiten. Immerhin. Hier vorne, das ist nicht abnehmbar, der Lauf ist fest. Hier hinten die Schulterstütze ist auch nicht ausziehbar, die ist auch fest. Plastik insgesamt. Knarzt nicht, könnte aber ein Tacken dicker sein. Also es ist nicht so verbindungssteif wie klassische Elite-Blaster. Das ist mehr so Elite 2.0-Qualität. Geht so.
Cool ist, dass hier vorne die Trommel halbtransparent ist. Man sieht das, die ist so, ne, leicht durchsichtig. Man sieht also sehr gut, wenn da drin steckt. Zack. Apropos Darts reinstecken. 8 Darts kapaziert das ganze Ding und man kann das hier dann so drehen und so die Darts relativ gut reinzufüttern. Muss man ein bisschen drücken, aber das passt schon. Wir haben hier unten eine Tactical Rail, so eine Picatinny Rail. Wir haben hier oben eine sehr lange. Wir haben hier drunten leider nichts, sei es denn. Wir haben hier links und rechts am Lauf auch nochmal eine kleine Picatinny Rail. Der Blaster ist symmetrisch, für die, die es interessiert. Der Blaster ist von vorne bis hinten 68 cm lang. Er ist ziemlich genau 20 cm hoch. Hier ist die höchste Stelle. Ohne die Ladebolzen ist er hier am breitesten mit guten 7 cm. Mit den Ladebolzen sage und schreibe 13 cm. Die sind halt ein bisschen weiter raus. Von links und rechts zu bedienen, das ist ganz gut für Links- und Rechtshänder. Schöne Sache halt. Für einen Erwachsenen ist der Griff noch ganz gut zu greifen. Auch hier ist der Griff so ein bisschen, ja, ich möchte mal sagen, glatt. Also nicht sehr texturiert, so gerade eben ausreichend. Mit schwitzigen Fingern, naja, ist das mehr so ein Mittel. So, wir haben ein Scope, also ein Scope-Teilchen. Das ist das da. Da innen drin ist so ein kleines Plastik-Nupsiechen, wo man so eben durchgucken kann. Das ist nun leider so tief angebracht, also da muss ich ja mit dem Auge schon hier fast draufkleben, dass ich was sehen kann. Naja. Stylepunkte. Es ist da. Es ist da und es kann auch nicht abgehen. Das ist für den einen oder anderen ganz nett. Sei es drum. Schulterstütze ist für einen Erwachsenen deutlich zu kurz. Für einen kleineren Nerfer dagegen vielleicht praktikabel. Man braucht es aber jetzt nicht unbedingt. Aber es ist nett, dass sie da ist und auch nicht abgehen kann. Ich hätte so ausziehbar oder abnehmbar besser gefunden, aber sei es drum. Dann haben wir hier unten eine glatte Fläche. Warum? Dass man den Blaster hier so ein bisschen halten kann und hier so gelochte, ja, Abdeckung, das ist ein bisschen wie bei Elite 2.0, finde ich eigentlich ganz, ganz pfiffig gemacht. Da sieht man es ein bisschen besser, dass man da nicht sofort mit den Fingern hier die Trommel stoppt. Ja, so, dann hier vorne, leider auch nicht abnehmbar. Ich hatte erst gedacht, da kann man abnehmen, cool. Nein, ist nicht, ist halt fest, sei es drum. Laden des Blasters hatten wir uns gerade schon kurz angeguckt. Wie gesagt, man kann auf dieser Seite oder auf dieser Seite dann als Linkshänder die Darts ganz gut reinfüttern hier vorne in diese große Trommel, bis sie dann gefüllt ist. Ansonsten kann man sie natürlich auch drehen, spannen. Einmal nach hinten, einmal nach vorne und hui, ja, da sitzt auch ein bisschen was dahinter. Ist jetzt nicht übertrieben, aber ist ganz okay. Interessant ist, man hat das, glaube ich, gerade gemerkt, ich mache nochmal nach hinten, lass den los. Auto-Return. Hier ist eine Feder, die dir wieder nach vorne zieht. Sehr cool. So, und was wir auch schon auf der Verpackung stehen hatten, der Blaster hat Slamfire, mit anderen Worten, man kann das jetzt auslösen und dann sofort nach hinten ziehen, kommt vorne ein Dart raus. Das ist nett. Was der Blaster leider nicht hat, ist irgendwelche Trageösen oder sowas. Ausschließlich hier hinten diese Aussparung an der Schulterstütze da. Da kann man ja einen sehr großen Ring oder einen Gurt durchmachen oder sowas halt. Aber sonst hat er leider nichts, wo man irgendwie den Blaster mal dran aufhängen kann. Halt, Korrektur. Doch, hier, ein ganz kleines Loch. Da kann man so einen Schlüsselring reinmachen oder sowas und dann daran aufhängen. Naja. Naja, also, das finde ich jetzt schon ein bisschen bescheiden. Aber okay, okay, ich korrigiere mich. Es gibt eine Möglichkeit, den Blaster aufzuhängen und das ist da. Mit ein bisschen Tricksen. Na, immerhin. Was habe ich vorhin beim Packungsinhalt vergessen, mit auszupacken? Diesen Darthalter. Der war nämlich da auch noch drin. Der ist halt mit einem Straps dran gemacht und nicht mit den Schrauben, deshalb ist es mir gar nicht aufgefallen. Na super. Da sehe ich wieder mal doof aus, oder? Den kann man hier oben drauf schieben. So, die beiden wird man ja hier so dann links und rechts befestigen. Da sieht man schon das Problem. Ne? Das rastet nicht ein. Also die Schiene hier vorne, die ist nicht gut. Und auf der anderen Seite das Gleiche. Also es fällt nicht sofort ab, wenn da keine Darts dran sind. Aber da reicht so ein ganz kleiner Schubs. Na, jetzt. Danke für den Vorführeffekt. Zack. Also es reicht wirklich ein recht kleiner Schubs und dann fällt das hier runter. Das finde ich nicht gut. Das andere ist, sieht man das? Das geht hier total leicht von dem Ding ab. Hier ist so eine kleine Nut, da auch. Also egal, welche Seite ich verwende, das hält nicht so richtig gut. Also die einzige Möglichkeit ist, das andersrum zu machen und das bis ganz nach hinten hier durchzuschieben. So, aber dann, ne?
ihr versteht, was ich meine. Also ich bin bei der Berserko von den Anbauteilen nicht begeistert. Vielleicht halten die an den anderen Blastern, müsst ihr ausprobieren. Aber an diesem Blaster halten die eher mäßig. Gucken wir mal hier. Ja, geht so. Also, ich weiß nicht so ganz. Jetzt haben wir den Blaster ausgiebig angeguckt. Wir packen jetzt mal ans Kroni. Wir testen die Berserko von X-Shot aus der Insanity-Reihe. Erst mit 5 Suru-Darts und dann mit 5 Elite-Darts. Durchschnitt 76,1. Das ist sehr guter Elite-Standard, aber so ein kleines bisschen unter dem, was man in letzter Zeit von X-Shot und Dartsun gewohnt ist. Aber nicht schlecht. Also okay, würde ich sagen. Zumindest okay. Durchschnitt mit Elite-Darts 76,3. Also das ist für einen Standard-Nerf-Blaster wäre das echt top. Also Elite 2.0 Standard möchte ich sagen. Für X-Shot hätte ein bisschen mehr sein können. Also ich bin nicht unzufrieden, aber ich hätte gedacht, ein bisschen mehr wäre drin. Aber so ist es. Mal gucken, wie sich der Blaster draußen steckt. FPS sind ja nicht alles. Und damit werden wir beim Autotest der Insanity Berserko angelangt. Wir packen 5 von den Suru-Darts rüber und 5 Elite-Darts. Und dann gucken wir mal, was bei diesem leichtmögigen Wind heute passiert. Wie sieht der Blaster draußen so schlecht? Huch! Ja, okay, nicht überragend, aber ganz okay. Und jetzt probieren wir das Ganze mit Elite-Darts aus. Mal sehen, wie Berserko sich damit schlägt. Der war weit, aber das war Zufall. Elite. Wir gehen wieder die Darts einsammeln. Und das ist ein bisschen durchwachsener. Oder verstreuter eher. Also der erste Elite-Dart, der liegt hier. Das ist bei der 13-Meter-Marke. Das ist eigentlich ganz gut. Also er ist relativ konsistent. Der erste Suru-Dart liegt hier bei der 13-Meter-50-Marke. Dann haben wir hier auf einer Linie 2 Meter nach rechts an der Linie 2 Elite-Darts. Die liegen bei der 14,50 Meter-Marke und da liegen auch 2 Suru-Darts. Der nächste Suru-Dart, Nummer 4, wer mitgezählt hat, liegt hier bei 15 Metern, ein kleines bisschen nach rechts. Und hier bei unserem bekannten kleinen Eimer ungefähr bei der 16,50 Meter-Marke. Der letzte Suru-Dart. Und dann haben wir noch einen Elite-Dart, der, glaube ich, vom Wind einfach mitgenommen worden ist. Der kam auf die 18 Meter. Aber das war, glaube ich, eher Zufall. Naja. Und damit wird es Zeit für ein Fazit zur Berserko, die hier gerade mal, na, nicht ganz mehr ins Bild reinpasst. Schade. Ja, was halte ich von dem Blaster? Für mich war das bisher so nicht der Beste aus der Insanity-Reihe. Also er ist okay, er ist nicht schlecht, will ich nicht sagen. Aber er ist auch nicht wirklich der Blaster, wo ich sage, jo, sofort los und kaufen. Was kriegt man für seine 20 Euro? Man kriegt einen Blaster, der mindestens Elite-Standard erfüllt, sogar ein bisschen mehr, das ist gut. Mit 8 Schuss ist man schon ganz gut dabei, das ist auch in Ordnung. Man hat ein paar Gimmick-Sachen dabei, also das Scope, was ich für unbenutzbar halte. Man hat diese 3 Dart-Halter dabei. Ja, und die sind das erste Problem, denn... Also jetzt fallen sie gerade nicht runter, aber ich kann nur sagen... Sieht man, wie leicht das sich bewegen lässt? Also die finde ich ja nicht so gut. Habe ich vorhin schon gesagt. Und der hier oben, das hier rutscht einfach ab. Also das müsste man quasi verkleben und... finde ich auch nur so mittel. Dann die Funktion mit Elite-Darts. Ja, es ging, aber die sind echt irgendwo hingegangen. Aber das liegt halt auch an den Darts. Was mich aber so richtig gestört hat, ist, ich habe mit diesem Blaster zweimal einen Jam gehabt. Und zwar einen richtig heftigen, wo hier vorne die Trommel einfach fest saß und sich nicht mehr bewegt hat. Das konnte ich nur dann lösen, dass ich wirklich mit mehr Schwung als normal wirklich hier nochmal nachgespannt habe. Und dann
gleichzeitig hier so ein bisschen dran gewackelt habe. Dann hat sich das Ganze gelöst. Ich weiß nicht, was es verursacht hat, aber ich habe lange nicht mehr Jams bei irgendwelchen Reviews gehabt hier. Finde ich ein bisschen schade. So, ansonsten, man kriegt eine Menge Darts dabei. Also das ist schon, ne, sehr amtlich und die sind auch okay. Die sind wirklich gut, die Darts. Besser als Elite. Auf jeden Fall. Von daher, ist das der große Eagle Point Killer? Nein. Ich glaube, beide haben ihre Berechtigung. Die Eagle Point hat bei mir nie versagt. Dafür ist die von der Reichweite her auch nicht besser. Und wie gesagt, wer so ein Gimmick hier mag, der macht hiermit nichts falsch. Wer auf das Gimmick verzichten kann, der muss nicht unbedingt zu diesem Blaster greifen. Der macht auch mit der Eagle Point eigentlich nichts verkehrt. Also muss man ganz ehrlich sagen. Von daher, macht man nichts falsch mit. Ist auch nicht der Blaster, den ich unbedingt sofort kaufen würde. Er ist okay. Aber das ist ja heutzutage auch schon eine Menge wert. In dem Sinne, ihr seid informiert und man trifft sich vielleicht ja auch mit der Berserko. Wer weiß.